trotzdem musst du mir versprechen, noch heute zum Arzt zu gehen, ja? Du machst dir richtig Sorgen um mich. Natürlich. Ich wollte eigentlich zu Jonas. Ist er nicht da? Er war eben kurz hier. Kurz? Ja. Was ist denn mit ihm? Er hat gekündigt. Warum denn? Er sagte, er bräuchte meine Auszeit. Wovon reden Sie? Peter Kaufmann hat sie mit ihrer besten Freundin hintergangen. Er war der Geliebte von Ingrid. Und er ist mein Vater. Er hat meine Mutter auf dem Gewissen. Und dafür wird er zahlen. Haben Sie noch keinen Verdacht, was mit Ihnen los ist? Sie sind schwanger. Gratuliere. Alles in Ordnung mit Ihnen? Doch, doch. Sicher. Es ist nur die Freude. Dann können wir in den nächsten Tagen die Ultraschalluntersuchung vornehmen. Mhm. Und bringen Sie ruhig den Vater mit? Den Vater? Ja, oder gibt es da irgendwelche Unklarheiten? Nein. Könnten Sie mir vielleicht sagen, in der wievielten Woche ich bin? Es müsste die fünfte sein. Das verstehe ich nicht. Für Sie kommt das alles sehr plötzlich. Mhm. Ich freue mich wirklich sehr für Sie beide. Danke. Ich hoffe, dass ich auch dem Graf von Anstetten bald gratulieren kann. Mhm. Meinem Mann. Und seinem Vater. Ja, natürlich. Er wird sich sicher bestimmt für Sie beide freuen. Ein Stammhalter auf Riedenau. Ja, ganz sicher. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und bitte sagen Sie den beiden noch nichts davon. Ich möchte Sie gerne persönlich damit überraschen. Selbstverständlich. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Das ist die grausame Wahrheit. Peter Kaufmann ist mein Vater. Ich weiß im Moment gar nicht, was ich sagen soll. Mir ging es genauso. Wenn ich mir vorstelle, wie oft ich mit dem Mann geredet habe, ohne was zu ahnen. Woher auch? Oh mein Gott, Sie sind ja ganz durcheinander. Ich rede die ganze Zeit von mir, für Sie muss das ja auch so schlimm sein. Dieser Kerl hat Sie mit Ihrer besten Freundin hintergangen. Und ich weiß nicht, ob es etwas Hinterhältigeres gibt. Nein. Ich hoffe, Sie nehmen mir das nicht übel. Was denn? Dass ich Ihnen das erzählt habe. Ich bitte Sie, es geht hier um Ihre Eltern. Sie können ja nun wirklich nichts dafür. Nein, das hat allein mein Vater zu verantworten. Wie sich das anhört. Mein Vater. Ich wünschte, ich hätte einen anderen als ausgerechnet diesen Schuft. Das kann man sich nicht aussuchen. Ich schäme mich wirklich für ihn. Dass er meiner Mutter und Ihnen das angetan hat. Jetzt wird mir auch langsam klar, warum sich meine Mutter mit Peter immer nur heimlich in diesem Hotel getroffen hat. So? Sie musste es vor Ihnen verheimlichen. Immerhin war sie Ihre beste Freundin. Das hätte ich Ingrid nie zugetraut. Aber warum hat sie sich überhaupt auf diesen Kerl eingelassen? Sie wusste doch, was sie Ihnen damit antut. Hey, Daniel. Hey, Tom. Alles klar? Mhm. Hi, wie geht's dir? Ach, schon okay. Wollt ihr gerade weg? Ja, klettern. Cool, da seid ihr zu beneiden. Ihr wisst gar nicht, wie das nervt, wenn man überhaupt keinen Sport mehr machen kann. Das wird schon wieder. Und dann kannst du wieder skaten, klettern, laufen. Zurzeit komme ich mir ja vor wie ein Greis. So oft, wie ich beim Arzt hocke. Wann musst du wieder hin? Heute. Hoffentlich schreibt er mich wieder gesund. Jetzt gib die Hoffnung nicht auf. Vielleicht kannst du morgen schon mit ihm klettern. Mal sehen. Ich hätte nie gedacht, dass mir Klettern mal so viel Spaß machen würde. Naja, ist ja auch ein geiler Sport. Oh, sorry. Ich habe nicht dran gedacht, dass das blöd für dich ist, wenn wir Sport machen und du so in der Luft hängst. Was soll ich machen? Es wäre dumm, die Wunde unnötig zu belasten. Noch dümmer von Jonas, dich in die Sache zu verwickeln.
Das war eine Verkettung unglücklicher Umstände. Das hat er bestimmt nicht gewollt. Und er hat mit Sicherheit nicht gewollt, dass du das Messer in den Bauch kriegst. Nein, aber sowas kriegt halt eben manchmal eine Eigendynamik. Gegen die kann man nichts machen. Erstaunlich, dass du das sehen kannst. Ich hab eine Menge Zeit zum Nachdenken. Wahrscheinlich mehr, als dir lieb ist. Und daran hat Jonas wiederum Schuld. Bringen Sie ruhig den Vater mit? Oder gibt es da irgendwelche Unklarheiten? Sie hat mich die ganze Zeit belogen. Unter normalen Umständen hätte meine Mutter es bestimmt nicht getan. Es war Kaufmann, der sie dazu gebracht hat. Woher wollen Sie das so genau wissen? Sie haben doch Ihre Mutter gar nicht gekannt. Aber das Foto, das ich von ihr habe. So sieht keine Frau aus, die ihre beste Freundin so ohne weiteres betrügt. Ingrid war zwar romantisch veranlagt, aber auch kein Kind von Traurigkeit. Ja, weil dieser Kerl ihr den Kopf verdreht hat, darum. Es ehrt sie ja, wie sehr sie ihre Mutter verteidigen. Aber denken Sie doch mal an den Abschiedsbrief. Wieso hat sie mir in diesem Brief nicht die Wahrheit gestanden? Ja, wahrscheinlich war sie einfach nur viel zu verzweifelt. Möglicherweise verklären Sie ihre Mutter. Und selbst wenn. Ich gehe zu ihm. Nein, bitte tun Sie das nicht. Wieso nicht? Ich bin doch genauso betroffen. Vielleicht ist es besser, ich rede erst mal mit ihm. Wäre Ihnen das recht? Kurz oder lang werde ich ihn sowieso mit den Tatsachen konfrontieren. Gut, klopfen Sie sich zuerst vor. Ich stecke doch genauso in dieser Geschichte drin. Hallo Daniel, wie geht's dir? Soweit ganz gut. Gibt's was Besonderes? Hast du Lust, ins Kino zu gehen? Tut mir leid, hier geht's gerade drunter und drüber, wegen Hennings Unfall. Ich habe den Kopf irgendwie nicht frei fürs Kino. Oder wir gehen einfach ins No Limits, was trinken, ne? Ich bleib lieber hier. Ist schon blöd so ohne Gabriella, was? Ziemlich. Aber du kennst das ja. Ich meine wegen Jonas, ihr habt ja auch die ganze Zeit zusammengeklebt. Ja, das ist alles ziemlich blöd gelaufen. Ich habe ihn ja leider nie richtig kennengelernt. Dir ging's damals nicht gut. Trotzdem hätte ich ihn nicht in Lebensgefahr bringen dürfen. Es tut mir leid, Daniel. Ich wäre jetzt lieber allein. Ja, ist schon okay. Vielleicht ein andermal. Klar. Jeden Tag Rosen. Jeden Tag. Für die schönste Frau der Welt. Meine Rosen, Kavalier. Ich liebe dich. Ach, Peter. Ich werde auch so glücklich sein, mit dir verheiratet zu sein. Wenn du nur endlich von dieser Schlange geschieden wärst. Ich glaube, Clarissa wird langsam vernünftig. So? Ja, sie hat mir ein faires Angebot gemacht. Clarissa und Fairness. Es gibt Dinge, die schließen einander aus. Ich war natürlich auch überrascht. Aber sie will mir ihren Anteil der Werbeagentur überschreiben und dazu noch Geld und Firmenanteile. Wo ist der Haken? Ich habe noch keinen gefunden. Weshalb sollte Clarissa plötzlich freiwillig nachgeben? Das ist überhaupt nicht ihre Art. Vielleicht will sie dieses leidige Kapitel endlich abschließen. So plötzlich? Manchmal kommen selbst Menschen wie Clarissa zur Vernunft. Sie hat noch nie etwas herausgerückt, ohne sich dadurch nicht auch einen eigenen Vorteil zu verschaffen. Das passt einfach nicht zu ihr. Vielleicht hat sie ein schlechtes Gewissen. Sie ist schuld, dass du deinen Sohn nie kennenlernen durftest. Ach, Damengambit. Aber glaub ja nicht, dass ich darauf wieder reinfalle. Das letzte Mal hast du mein Bauernopfer angenommen. Ja, und verloren, ich weiß. Man soll sich eben nie von einer Dame unter Druck setzen lassen. Wie soll ich das verstehen? Ist es nicht so, dass die Dame der wirkliche Gegner des Königs ist? Da bist du ja. Wo warst du denn? Na, bei Dr. Böhm. Das weiß ich, aber dein Auto steht schon länger auf dem Hof. Ich habe mich kurz hingelegt. War das seine Empfehlung? Ja, genau. Und sonst? Nichts Besonderes, nur eine leichte Magenverstimmung.
Wie schön für dich. Ich möchte mal wissen, was mit Kathi los ist. Ständig diese schlechte Laune, das muss doch einen Grund haben. Du kennst sie doch. Sie beruhigt sich auch wieder. Komm, du bist am Zug. Trotzdem finde ich, sie könnte sich ein bisschen zusammenreißen. Setz dich doch zu uns. Möchtest du ein Glas Wein? Lieber nicht. Na, zieh endlich. Ich habe noch etwas im Schlafzimmer vergessen. Das hole ich mir gleich. Wir können doch Christiane bitten. Das mache ich schon selber. Bis gleich. Was ist denn los? Tisch 4 wartet immer noch auf den Salat. Tisch 3 will zahlen. Sorry, aber für den Geburtstagstisch an der 10 bräuchten wir eigentlich einen extra Teller. Keine Panik. Hi. Hi. Ist ja mächtig was los hier. Ja, das kannst du wohl laut sagen. Erst war hier gar nichts los und auf einmal platzt der Alarm aus allen Nähten. Ihr Essen kommt gleich. Bei mir im Zimmer stapeln sich die Abrechnungen und ich komme einfach nicht mehr gegen an. Du brauchst Personal. Klar, aber woher nehmen? Ich wüsste da eine erfahrene Kraft. Das ist gut. Dann schreib mir mal gleich den Namen auf. Hier. Der Wein für Tisch 5. Ich hab da eigentlich an mich gedacht. Ja, aber du bist doch krankgeschrieben. Seit einer halben Stunde nicht mehr. Ich bin fit, hat der Arzt gesagt. Und die Wunde ist so gut wie verheilt. Also, wenn das so ist, dann schnapp dir eine Schürze und rein ins Getümmel. Das wollte ich hören. Hier. Und matt. Brillant. Das war einfach, wenn du nicht mal mehr deine eigenen Schachbücher kennst. Ich werde mir wohl in Zukunft einen verschließbaren Bücherschrank zulegen müssen. Mhm. Prost. Zum Wohl. Wo bleibt denn Caroline? Sie hat sich vielleicht wieder hingelegt. Dann hätte sie uns doch Bescheid gesagt. Ob sie uns wirklich die Wahrheit gesagt hat? Worüber? Dass es nur eine Magenverstimmung war. Schließlich kam dieser Schwächeanfall völlig aus dem Nichts. Das haben solche Anfälle so an sich. Ja, sicher. Sie kümmert sich wirklich rührend um mich. Sie liest mir jeden Wunsch von den Augen ab. Sie ist deine Frau, Henning. Das tut sie doch gern. Außerdem versteht ihr euch doch wieder richtig gut, oder? Ja, wir sind uns wieder ziemlich nah. Obwohl immer noch nicht alles geklärt ist. Ich weiß immer noch nicht wirklich, warum sie mich verlassen wollte. Geduld, Henning. Euch ist doch beiden nicht geholfen, wenn du sie so sehr bedrängst. Ja, ich will auch nicht ständig nachhaken. Außerdem glaube ich zurzeit, dass wir wieder so glücklich werden könnten wie früher. Wenn was ist, ich bin oben auf meinem Zimmer. Ich muss mich mal endlich um die Abrechnung kümmern. Alles klar. Okay. Hi. Oh, Wasser. Das klingt ja nach der Mount Everest-Besteigung. Ja, so fühle ich mich auch. Und wo ist Tom? Mit dem Yeti durchgebrannt? Er musste sofort ins Krankenhaus. Danke. Oh. Halt mal, was machst du eigentlich hier? Ich dachte, du wärst krankgeschrieben. Schnee von gestern. Der Arzt hat mir grünes Licht gegeben. Gratuliere, herzlichen Glückwunsch. Danke, ich bin auch heilfroh. Die ganze Zeit vor der Glotze zu hocken oder für die Uni zu lernen, ist auf Dauer ein bisschen trist. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Du kannst beim nächsten Mal mitkommen, klettern. Ja, langsam, langsam. Du sollst ruhig angehen lassen. Noch ein Wasser? Ja, gerne. Welcher Blinde hat das Ding hier hingestellt? Daniel! Die Wunde! Als ein Mönch seinen ersten Champagner getrunken hat, soll er gejubelt haben: Brüder, ich trinke die Sterne. Sterne? Ja, der göttliche Champagner wurde von einem Mönch erfunden. Ach so? Du tust gerade so, als wäre Champagner nur irgendeine Brause. Ich? Wieso? Na, du siehst nicht gerade aus wie ein Mann, der freudig seiner Hochzeit entgegenfiebert. Weißt du, die Sache mit dem Fahrstuhl. Ich musste gerade daran denken. Wie soll ich sagen? Ich war so lange dort eingesperrt. Clarissa und ich, wir hätten sterben können. Na ja, das war natürlich eine traumatische Geschichte. Wenn man daran erinnert wird, wie zerbrechlich das Leben sein kann,
Manchmal genügt eine einzige Sekunde und alles ist aus. Plötzlich geht es ans Eingemachte und ich frage mich, wie ich an dich weiterleben will. Meinst du unsere Hochzeit? Ich liebe dich, aber ich weiß nicht, ob... Ach, eigentlich wollte ich nie wieder heiraten. Ach so. Die Ehe mit Clarissa, die war nicht gerade ein Spaziergang. Ja, aber dann habe ich dich ja kennengelernt. Und du hast mich in Versuchung geführt. Hab ich das? Verstehst du, was ich meine? Naja, als Ex-Mann von Clarissa. Ein Wunder, dass du nicht gleich ins Kloster gegangen bist. Entschuldige. Ja. Clarissa. Ja, natürlich. Ich komme. Clarissa meint es ernst. Sie hat ihr Angebot bereits schriftlich fixiert. Dann lies es dir aber ganz genau durch. Aber sicher. Wenn du geschieden bist, sind wir Clarissa endgültig los. Und dann wird geheiratet. War vielleicht doch ein bisschen voreilig, dich jetzt schon wieder gesund zu schreiben. Ach was. Der Arzt hatte ja gesagt, dass ich nichts Schweres heben darf. Na dann. Ich hab's eben vergessen. Jetzt darf ich wieder hier rumliegen. Komm, es gibt Schlimmeres damit. Ja, du musst es ja wissen. Immerhin kannst du Fernsehen. Oder lies doch mal ein gutes Buch. Fitzbold. Wenigstens Gabriella hier wäre. Ja, das könnte dir so passen. Den ganzen Tag mit Gabriella ins Bett gefesselt. Aber auch das ist viel zu anstrengend für dich. Aha. So, ich muss wieder los. Wenn irgendwas ist, ruf an. Ich bin im Krankenhaus. Okay, und danke, dass du gleich vorbeigekommen bist. Kein Problem. Ach, und denk dran, du darfst nichts heben. Rein gar nichts. Ja, ja. Wir sehen uns morgen zum Frühstücken. Und bis dahin bleibst du ganz ruhig liegen, ist das klar? Ciao. Ciao. Da bist du ja. Was war denn los? Hast du was Schlechtes gegessen? Geht schon wieder. Bist du krank? Spielen Christoph und Henning noch Schach? Keine Ahnung, wieso? Schau mal nach, bitte. Also hier ist niemand. Gut. Komm. Was soll denn diese Geheimnistuerei? Setz dich bitte. Ich war bei Dr. Böhm. Und was hat er gesagt? Ist das was Ernstes? Spann mich doch nicht so auf die Folter. Ich bin schwanger. Aber das ist doch schön. Hey. Caroline. Ja, sicher, es wird nicht leicht. Jetzt, wo Henning nicht... Er wird sich andererseits total freuen. Ach, Isabel. Wenn das alles so einfach wäre. Clarissa, das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Warum nicht? Was erwartest du von mir? Ich möchte, dass wir uns anständig trennen und nicht im Unfrieden. Ja, sicher. Das will ich doch auch. Und das wird uns auch gelingen. Denn du hast ja bereits einen Anfang gemacht. Hiermit. Unser Anfang vor einigen Tagen sah ja nicht so vielversprechend aus. Was war das eigentlich für dich? Was? Können wir jetzt so tun, als wäre nichts geschehen? Ich weiß es nicht. Aber es war wunderschön. Ich weiß gar nicht, ob wir das hier überhaupt noch brauchen. Aber wir beide wollten doch die Scheidung wegen Charlie. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht ein Fehler wäre. Jahrgang 2000, Wasserhahn, Südhang. Danke. Und bloß nicht die Flasche anheben, falls du noch mehr trinken willst. Hier. Man kann es auch übertreiben. Das ist alles auf Anordnung von Tom.
Und falls noch irgendwas ist, ruf Nina an. Alles klar. Ruh dich mal schön aus. Ja, Mama. Oh, der ist ja schlimmer als eine Krankenschwester. Die Tür ist doch offen. Hi. Jonas. Sag mal, sind hier noch ein paar Quadratmeter frei? Guten Abend. Oh, hallo. Möchten Sie zu Abend essen? Nein, vielen Dank. Ich wollte eigentlich mit Herrn Kaufmann sprechen. Peter? Ja, der ist leider nicht da. Ach so. Ja, es geht um seine Scheidung. Aha. Es gibt da vielleicht noch ein paar offene Fragen. Und ich dachte, es wäre alles geklärt. Zumindest hat Clarissa das behauptet und ihn deshalb zu sich zitiert. Deswegen? Ich denke, es geht um seine Abfindung. Clarissa hat ihm da einen Vorschlag gemacht. Ach. Aber Sie sind doch Ihr Anwalt. Sie müssen doch Bescheid wissen. Ja, ja, natürlich weiß ich Bescheid. Also, dann hat sich das erledigt. Sie entschuldigen mich? Natürlich, ja. Für eine Schwangerschaftsdepression ist es noch ein bisschen zu früh. Ist es wegen Christoph? Jetzt, wo das Kind Henning und dich noch enger zusammenbringen wird, hast du da etwa ein schlechtes Gewissen? Ach, Isabel, bitte. Nein, entschuldige, ich versuche einfach nur zu begreifen, was mit dir los ist. Du hast ja recht. Ja, es hat mit Christoph zu tun. Sind da wieder Gefühle für ihn? Oder immer noch? Nein. Das heißt, ja. Christoph und das Kind. Caroline, was ist mit Christoph und dem Kind? War da etwa noch mehr? Mehr als nur der Kuss? Oh nein, das kann nicht sein. Das doch. Es ist... Ich habe mit Christoph geschlafen. Das Kind ist von ihm? Vielleicht. Vielleicht auch von Henning. Verdammt, ich weiß es einfach nicht. Was ist denn nur los mit uns? Wir sind ja schlimmer als Teenager. Wie auf der Achterbahn. Bergauf oder bergab? Obwohl wir uns das Leben zur Hölle gemacht haben. Mit dir habe ich aber auch die schönsten Momente meines Lebens verbracht. Ach, Peter. Komplimente können wie Messer sein. Du liebst doch Charlie. Charlie ist weit weg. Und so nah wie jetzt waren wir uns schon lange nicht mehr. Peter, bitte einen Moment. Worauf warten wir? Es gibt nur uns beide. Clarissa. Ich muss dir etwas sagen. Alles, was du willst. Du sollst es wissen, weil ich möchte nicht, dass es zwischen uns steht. Es geht um deinen Sohn. Guten Abend.